bei all dem, was wir tun. Und wir tun das ja nicht nur in dem normalen Entscheiderfabrik-Maßstab, also der Zyklus aus Entscheider-Event, Sommercamp und Medica und den halbjährlichen Entscheiderwerkstätten und den Arbeitsgruppen, sondern wir gehen ja auch in die Landesgruppentagung des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands. Ich glaube, ich habe dies Jahr auf 9 Landesgruppentagungen vorgetragen. Und das, was sich daraus immer ergibt, ist, gerade was das Thema intersektorale Versorgung anbelangt und was noch daraus entsteht, Stichwort IAE, Interoperabilität schaffen, kommt immer wieder ein Punkt hoch, wo wir doch sehr viel für die Krankenhausgeschäftsführer tun. Und das ist, ich sag mal, Licht ins Dunkel der konkurrierenden Gesetzeslage bringen hinsichtlich, wir haben die OHKIS, Orientierungshilfe-KIS. Wir haben auf der anderen Seite das Medizinrecht. Wir haben die Röntgenverordnung. Am 25.06. haben wir dann noch durch das BMG bekommen die EU-Leitlinie zu elektronischen Patientenakten. Das heißt, wir haben teilweise immer wieder konkurrierende Normen, Gesetze. Und natürlich wünscht sich ein Geschäftsführer, der mit seiner Unterschrift, der ist, der vom Gesetz gerade steht, ich sag mal so etwas lapidar, ein Waschzettel. Wie gehe ich damit ideal um? Klar ist auch, wir empfehlen immer keine Medienbrüche, also alles in IT. Das ist das Beste, um eine saubere Prozessdokumentation zu haben. Und eine saubere Prozessdokumentation ist das A und O vor Gericht. Aber da stecken wir viel Energie mit den handelnden IT-Leitern und Medizintechnikleitern rein, um dort das Krankenhaus und dann die Unternehmensführung auch so bestmöglich wie eben zu unterstützen.